Der Lions Club Euskirchen-Nordeifel hatte jetzt zu seinem zweiten Benefiz-Golfturnier eingeladen, um sozialen Projekten aus der Region unter die Arme zu greifen. Fast 100 Golfspieler und Golfspielerinnen folgten dem Ruf und kamen auf das Gelände des Golfclubs Burg Zivel, um spielend etwas Gutes zu tun. Trotz des durchwachsenen Wetters herrschte beste Laune auf dem 18-Loch-Golfplatz. 10 bis 12 Kilometer brachten die einzelnen Flights genannten Vierergruppen auf dem malerischen Turniergelände hinter sich. Die Spieler kamen vorbei an altem Baumbestand, Bachläufen und terrassenförmig angelegten Fairways. Die Burg Zivel war dabei von fast allen Punkten des Golfplatzes aus sichtbar und bildete eine attraktive Kulisse. Wir veranstalten der Lions Club Euskirchen-Nordeifel zum zweiten Mal das Benefiz-Golfturnier hier auf Burg Zivel. Diesmal zu Ehren unseres leider letzten Jahres verstorbenen Lions-Freundes Klaus Martin. Und Ziel ist es, dem Lions-Motto nachzukommen, nämlich We Serve. Ja, ich unterstütze die Arbeit des Lions Clubs sehr gerne mit Leidenschaft, weil ich genau weiß, dass die professionell aufgestellt sind und dass das Geld dann auch dort ankommt, wo es ankommen soll. Macht mir großen Spaß. So, nach einem sehr heftigen Golftag, man sieht es immer noch, Kälte, Wind und ein bisschen Regen zwischendurch, sind wir alle heil hier angekommen und freuen uns jetzt, dass wir im Grunde genommen einen schönen Tag hatten und was Gutes getan haben. Es ist eine erkleckliche Summe von 2x11.000 Euro, A für die Caritas Euskirchen, von der ich sagen muss, dass ich sie sehr gerne und seit Jahren unterstütze, und zwar in dem Dorf, in dem ich wohne, im Kreis Euskirchen, nämlich in Kirchheim. Und das andere, in Urft, das Haus, das sich um Kinder und Jugendliche kümmert. Ich finde, dass wir heutzutage darüber bemüht sein sollten, sowohl internationale Hilfe zu leisten, aber auch vor Ort Menschen zu unterstützen, die es nötig haben. Das ist Sinn und Zweck dieses Tages und ich finde, insofern ist es ein guter Tag. Die Golferinnen und Golfer spielten in diesem Jahr für Projekte der Caritas Euskirchen und des Hermann-Josef-Hauses in Urft. Mit den frühen Hilfen der Caritas werden junge oder werdende Familien mit schwierigen Hintergründen auf freiwilliger Basis beraten und begleitet, unbürokratisch und wertschätzend. Das Hermann-Josef-Haus Urft hingegen möchte mit der Spende die bis zu 230 jungen Leute der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung für den Straßenverkehr fit machen. Denn ohne Mobilität, so das Credo der Einrichtung, gibt es heute keine Teilhabe an Gesellschaft und Berufsleben. Ich kann, glaube ich, stellvertretend für den Lions Club Euskirchen Nordeifel sagen, dass wir überwältigt sind, wie viele Leute da kommen. Trotz des kalten Wetters und davor vorab schon mal ganz herzlichen Dank. Ich sag mal, was gibt es Schöneres, als an so einem lauen, sonnigen Herbsttag ein bisschen Golf zu spielen? Aber ihr habt das super gemacht. Wir haben den Wetter getrotzt. Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Tag, nicht wegen ihn, sondern wegen des Wetters. Aber ich hatte einen wunderbaren Flight und nachdem wir den Regen überstanden hatten und es nur noch stürmte, kamen wir uns irgendwann vor wie so alte, hartgesottene Schotten, die dem Wetter trotzen und total sportlich hier durch die Landschaft streifen. Es war ein wirklich sehr schöner Tag, muss ich sagen. Im Dorf Kirchheim, mein erster Wohnsitz beispielsweise, ist ein Caritas-Haus, das dort unterhalten wird. Und ich kann sagen, dass ich, glaube ich, eine gute Freundin dieses Hauses bin. Ich bin da sehr geschätzt, auch von den psychisch Kranken, die da betreut werden und die sich immer sehr laut freuen, wenn ich komme. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir vor Ort tatsächlich alle Menschen aufnehmen und bereit sind, sie auch zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich glaube, dass Solidarität der Klebstoff dieser Gesellschaft ist, der Klebstoff von Demokratie. Und dass unser Land nur so gut weiter funktionieren kann, wenn wir das alle bedenken und wenn wir alle bereit sind, etwas abzugeben und andere zu unterstützen. Wir machen das natürlich heute besonders clever. Wir haben unseren Spaßtag, es kommt das Gutes dabei rum. Das finde ich ganz großartig, das ist eine schöne Form der Hilfe und ich finde, das ist ein toller Tag, ein toller Anlass und ich bin sehr froh, mit Ihnen hier zu sein. Vielen herzlichen Dank, auf einen schönen Abend. Es geht darum, dass hier heute auch was zusammenkommt und ich glaube, das haben wir durch unsere zahlreichen Sponsoren und letztendlich, dass auch so viele Leute mitgespielt haben bei dem Wetter. Wir haben ein wirklich respektables Ergebnis erzielt und ich bin total stolz darauf zu sagen, wir haben 22.000 Euro eingenommen und nach
macht einen total stolz und total froh. Und ich habe jetzt die Mobilität im Straßenverkehr, Frau Becksparte, und ich gebe Ihnen den Check und ich freue mich einfach. Einfach geteilt, ne? Ist doch klar. Also 22 durch 2, ist klar. Vielen Dank.